Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wo ihr den OBD2-Port findet an einem 1er BMW. Wir öffnen die Fahrertür, gehen Richtung Pedale und dort oben versteckt ist der Kleine. Er hat keine Abdeckung drüber oder so, ihr könnt ihn direkt erreichen, er ist ja getarnt, er ist schwarz. Jetzt stecken wir unser OBD2-Lesegerät dort hinein. Das sollte mit allen handelsüblichen Scannern auch funktionieren, um eine Fehlercode-Auslese durchzuführen. Die Stromversorgung, die erfolgt über den OBD2-Port. Was wir jetzt nur machen müssen, wir müssen die Zündung einschalten. In dem Fall liegt ein Keyless-Go-System vor. Das heißt, dass wir müssen hier keinen Key reinstecken. Wir müssen jetzt nur die Bremse drücken und dann den Knopf einmal drücken. Dann ist sozusagen die Zündung an und wir können in die Fahrzeugelektronik eindringen mit unserem Lesegerät. Das Lesegerät selber versucht jetzt verschiedene Protokolle, um auf die Fahrzeugelektronik durchzukommen und das hat es auch schon gut hier geschafft, das ging recht zügig. Jetzt können wir halt die Fehlercodes auslesen, wenn welche gespeichert wären. Ich glaube nämlich, hier sind keine drinne. Wenn aber welche drinne wären, könntet ihr über Erase oder Fehlercode löschen, diesen Fehlercode erstmal identifizieren. Also der ist ein Code, den ihr dann aufsplittet und wisst dann, was eventuell an eurem Fahrzeug zu machen ist. Wenn ihr das erledigt habt, danach müsst ihr natürlich den Fehlercode noch löschen. Das heißt, ihr geht auf Erase Code und dann ist der Code auch wieder aus der Fahrzeugelektronik entfernt. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, Live-Daten abzugreifen von eurem Fahrzeug. Wenn ihr fertig seid damit, dann Zündung ausmachen und wir ziehen das Kabel nicht am Kabel, sondern am Stecker immer schön rausziehen. Und dann haben wir hier diesen schönen Einser auch ausgelesen. Yeah, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.